schön, dass ich Sie heute zum Thema Wasserstoffimport näher informieren kann. Wir starten auch direkt mit dem Mythos heute an Tag 1. Der Mythos heute lautet, Wasserstoff kann eben nicht bis 2030, also schon in 5,5 Jahren nach Deutschland in großen Mengen importiert werden über den Seeweg und hier vor allem über Schiffstransporte. Und diesen Mythos wollen wir heute entlarven. So, ich steige direkt rein. Hier sehen Sie das Stahlwerk der Salzgitter AG. Wasserstoffimport funktioniert natürlich nur, wenn wir auch eine Nachfrage haben. Und wir haben uns im Wasserstoffcampus Salzgitter, das ist ein eingetragener Verein, dort sind wir mit dem Fraunhofer IST Mitglied und arbeiten dort mit den großen Industrieunternehmen aus Salzgitter zusammen, so auch mit der Salzgitter AG. Und wir haben eine Studie erstellt und haben uns halt genau die Frage gestellt, wie können Großabnehmer wie die Stahlindustrie bis 2030 schon, wenn man schon die ersten größeren Wasserstoffbedarfe wirklich in der Grundstoffindustrie in Deutschland erwartet, wie können dann diese Standorte ja so zeitnah und kurzfristig aus möglichen Wasserstoffquellen versorgt werden. Und hier möchte ich dann heute ein paar Szenarien aufzeigen, wie das gelingen könnte, wie man sich das vorstellt. Und eben hier nochmal der Ansatz. Es geht jetzt darum, das Stahlwerk mit Wasserstoff zu versorgen. Warum macht man das? Weil man dort pro eingesetzter Tonne Wasserstoff erstmal im Vergleich zu anderen Anwendungen die größte CO2-Einsparung erzielen kann. Und zeitgleich geht man davon aus, dass wirklich die Stahlindustrie einer der größten Absatzmärkte für klimafreundlichen Wasserstoff werden kann. Nicht nur in Deutschland, sondern auch global, weil man eben zum Beispiel, da war ich zu schnell, alleine mit diesem Stahlwerk etwa 1% der gesamtdeutschen CO2-Treibhausgasemissionen einsparen könnte, wenn man hier wirklich in der Eisenerzreduktion Wasserstoff einsetzt. Und das ist hier einmal in der Mitte dargestellt, nochmal dieser Prozess. Man würde also jetzt statt Kokskohle, würde man Wasserstoff zur Eisenerz-Direktreduktion einsetzen. Und hierfür braucht man spezielle Anlagen, die gerade in diesem Moment auch heute schon in Salzgitter errichtet werden. Also man macht heute gerade die Tiefbauarbeiten, wo dann eben ab 2026 dann schon die erste Direktreduktionsanlage stehen wird, die ganz flexibel immer mit Erdgas oder mit Wasserstoff oder mit flexiblen Mischverhältnissen eben dann Eisenerz direkt reduzieren kann. Und dann würde eben dieses heiße Eisenerz dann weiterverarbeitet werden im integrierten Stahlwerk. Und jetzt am Anfang muss ich Ihnen noch ein paar Zahlen näher bringen. Es gibt natürlich Studien, wie überhaupt der Wasserstoffbedarf sich in Deutschland entwickeln wird. Und dann kann man natürlich immer schauen, wie groß sind die Bedarfe einzelner Branchen und einzelner Standorte, wie jetzt zum Beispiel Salzgitter. Und die Salzgitter AG hätte wirklich das Potenzial, bis zu 95% ihrer heutigen Treibhausgasemissionen durch klimafreundlichen Wasserstoff einzusparen. Und das würde bedeuten, dass man bis 2033, das ist das Ziel dort, bis zu 250.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr bräuchte, um wirklich diese CO2-Emissionen einzusparen. Das kann man auch nochmal umrechnen in einen Energiewert. Also eine Tonne Wasserstoff kann man auch in zum Beispiel Terawattstunden ausdrücken. Und da käme dann dieser Standort auf etwa 8 Terawattstunden Wasserstoffbedarf in 2033. Und gleichzeitig sehen Sie ja auch, dass man Wasserstoff ja auch natürlich vor Ort erzeugen kann. Gerade Niedersachsen bietet natürlich erstmal gute Windressourcen an, um Wasserstoff nicht nur importieren zu können, sondern auch erstmal selber zu erzeugen. Das ist natürlich auch genau eine Strategie der Salzgitter AG. Dort wird in etwa 2 Jahren der erste oder einer der ersten größeren Elektrolyseure in Deutschland stehen. Und mit dieser Elektrolyseanlage wird man dann eben auch selber Wasserstoff erzeugen können. Und diese Elektrolyseanlage wird in der ersten Stufe eine elektrische Anschlussleistung von 100 Megawatt haben. Und das bedeutet, je nachdem, wie viel erneuerbarer Strom pro Jahr dann wirklich für die Elektrolyse eingekauft werden kann, dass man aber eben nur, Sie sehen es hier im Diagramm ganz schwach, etwa nur 0,3 Terawattstunden Wasserstoff selber produzieren kann. Und wenn man jetzt nochmal schaut, wie groß ist der Wasserstoffbedarf für Gesamtdeutschland 2030,
Da gibt es natürlich verschiedene Prognosen. Die nationale Wasserstoffstrategie rechnet da jetzt mit einer Spannbreite von etwa 90 bis 125 Terawattstunden. Und Sie sehen dann jetzt das Verhältnis von 125 runtergebrochen zum Beispiel auf bis zu 8 Terawattstunden in Salzgitter. Und das Ziel ist natürlich, klimafreundlichen, sogenannten grünen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien hergestellt zu importieren. Und das würde bedeuten, dass man etwa so 88 Terawattstunden 2030 an neuen Wasserstoffbedarf in Deutschland hat. Und heute setzt man natürlich auch schon Wasserstoff ein. Das sehen Sie hier zum Beispiel im grauen Balken. Zum Beispiel in der Chemieindustrie werden schon etwa 37 Terawattstunden Wasserstoff eingesetzt. Und Gesamtdeutschland kommt so auf etwa 55 Terawattstunden. Und das heißt, diesen Wasserstoffbedarf, den man heute schon hat, das ist Wasserstoff, der zu größten Teilen aus Erdgas erzeugt wird, dass man den natürlich substituieren möchte mit klimafreundlichem Wasserstoff. Aber man wird eben auch diese neuen Anwendungen haben, wie zum Beispiel hier die CO2-neutrale Stahlerzeugung. Und jetzt aus dieser Motivation heraus, dass man eben für Deutschland gesehen quasi bis zu 70% des Wasserstoffbedarfs 2030 schon importieren müsste, stellt sich natürlich die Frage, wie kann dieser Export oder der Import nach Deutschland gelingen? Und da sehen Sie hier erstmal die Weltkarte, die einmal die langfristigen Wasserstofferzeugungskosten darstellt. Grüner Wasserstoff, der hier mit Wind- und Solarenergie erzeugt wird. Und da sehen Sie natürlich hier die Länder, die das größte Erzeugungspotenzial haben, aus erneuerbaren Energien viel Strom kostengünstig bereitzustellen. Dort sehen Sie dann immer in Rot eingefärbt, das sind auch die Länder, die langfristig den günstigsten Wasserstoff produzieren könnten. Und da sehen wir dann Regionen wie zum Beispiel Chile aufgrund der hohen guten Windwerte, aber auch Länder wie zum Beispiel Namibia hier in Südafrika an der Südwestküste. Das sind Länder, die heute schon in ihren Strategien, in ihren Wasserstoffstrategien auch davon reden, Wasserstoff wirklich exportieren zu wollen. Und die Geschichte beginnt natürlich immer damit, dass man in diesen Ländern den günstigsten Strom erzeugen kann und dass man dann natürlich vielleicht einen Vorteil generieren könnte im Vergleich zur Wasserstofferzeugung in Deutschland. Und hier haben wir eben diese Studie aufgestellt und wir haben versucht zu vergleichen, wie ist ungefähr die Kostenspannbreite zwischen Importen und der Eigenerzeugung, zum Beispiel in Niedersachsen. Und ich werde hier einmal kurz das Szenario Import aus Nordafrika, aus Tunesien aufstellen, um einfach mal ein Importszenario zu zeigen, was jetzt nicht so den größten Transportweg hat. Und dann gehen wir davon aus, dass der Strom zu 3 Cent pro Kilowattstunde für die grüne Wasserstofferzeugung in Tunesien bereitstünde. Und in Niedersachsen haben wir die Annahme erstmal getroffen, so etwa 5,5 Cent pro Kilowattstunde. Das sind natürlich auch für heute schon optimistische Strompreise. Den Windstrom wird man wahrscheinlich heute nicht unter 8 bis 9 Cent pro Kilowattstunde erstmal erzeugen und dann auch irgendwie abnehmen können. Aber man möchte natürlich durch den verstärkten Ausbau der Erneuerbaren auch nochmal die Strommarkt- und Stromvertragspreise natürlich drücken. Und jetzt kommen wir nochmal zum Mythos. Wie kann man Wasserstoff denn als Gas oder als Flüssigkeit transportieren? Wasserstoff kann man verflüssigen bei etwa minus 250 Grad. Das heißt, Wasserstofftransport im flüssigen Zustand ist möglich, aber nur unter tiefkalten Bedingungen. Da werden spezielle Tanks gebraucht, die den Wasserstoff entsprechend speichern können. Und das ist ähnlich wie im Vergleich zu Flüssigerdgas, also zu den LNG-Schiffen und LNG-Terminals, die es jetzt in Deutschland gibt. Aber bei LNG spricht man, also bei LNG transportiert man bei minus 160 Grad und Wasserstoff ist eben fast am absoluten Nullpunkt. Bei minus 250 Grad erst flüssig. Und deswegen gibt es heute nur ein weltweit verfügbares Flüssigwasserstoffschiff und das hat von Australien nach Japan vor 2, 3 Jahren zum ersten Mal Wasserstoff transportiert im flüssigen Zustand. Und dann kann man sich natürlich mal anschauen, wie groß ist der Tank von diesem Schiff. Und dieses Schiff war in der Lage, etwa 80, 90 Tonnen Wasserstoff zu transportieren.
Und Sie erinnern sich nochmal an die Terawattstundenangaben, die ich am Anfang gezeigt habe. Und dieses Schiff kann nur 0,003 Terawattstunden Wasserstoff pro Ladung transportieren. Das heißt, man kann eigentlich recht schnell ableiten, der Transport von Wasserstoff in seiner reinen Form wird 2030 nicht realisierbar sein, um wirklich große Abnehmer versorgen zu können. Es wird erstmal Pilotschiffe geben. Natürlich möchte man diese Pilotschiffe dann auch wieder skalieren. Doch alleine von der Sicherheit und von der Regulatorik in der Zulassung dieser neuen Schiffe, die jetzt auch schon designt werden für Wasserstoff, das dauert Zeit. Und da werden wir in 5,5 Jahren noch nicht wirklich viele Flüssigwasserstoffschiffe sehen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, dass man eine gewisse Menge an Wasserstoff in Tunesien erzeugt, ich möchte Sie nicht mit den ganzen Zahlen erschlagen, etwa 3 Terawattstunden Wasserstoff möchte man mal exportieren und dann bräuchte man von diesem Schifftyp, bräuchte man ja fast 1000 Fahrten pro Jahr und da wären dann 53 Schiffe notwendig, um diese Erzeugungsmenge nach Deutschland zu transportieren. Das heißt automatisch, die Schlussfolgerung ist, Wasserstofftransport gelingt nur 2030, wenn man Wasserstoff umwandelt in ein sogenanntes Wasserstoffderivat. Das ist nichts anderes einfach als ein Folgeprodukt von Wasserstoff. Man kann Wasserstoff eben als Bestandteil aller Kohlenwasserstoffe entweder in CO2-haltige Energieträger wie Methanol oder wie Methan, also synthetisches Erdgas, oder eben auch in Verbindung mit Stickstoff, den man aus der Luft gewinnen kann, kann man Wasserstoff auch in Ammoniak umwandeln. Und Ammoniak ist heute zum Beispiel einer der größten Wasserstoffabnehmer, also einer der größten Wasserstoffmärkte, weil man natürlich Wasserstoff braucht, um Ammoniak herzustellen, als Verbindung von Stickstoff und Wasserstoff, als NH3. Und Ammoniak wird zum Beispiel heute auch schon per Schiff gehandelt. Also es gibt einen existierenden Ammoniakhandel, es gibt einen existierenden Methanolhandel und es gibt natürlich den LNG-Markt, die LNG-Wirtschaft. Und das heißt, man könnte, wenn man es gelingt, Wasserstoff in großen Mengen in Syntheseanlagen, das heißt, man braucht nicht nur die Elektrolyse, sondern neben der Elektrolyse steht noch eine weitere Anlage, die dann quasi als Reaktor Wasserstoff nochmal in einen Wasserstoffträger wie Ammoniak umwandelt. Und Sie sehen hier nochmal in den blauen Kästen hervorgehoben, wenn man das machen würde, dann könnte man eben aufgrund der viel größeren Speicherkapazitäten dieser Schiffe, müsste man viel weniger Schiffe einsetzen und in diesem Beispiel auch nur ein Schiff. Das dann etwa im Vergleich, wenn man ein LNG-Schiff nimmt, dann würde das dreimal fahren müssen und ein Ammoniak-Schiff, das würde 10-mal fahren müssen, um diese Erzeugungsmenge von so einer Gigawatt-Elektrolyse pro Jahr transportieren zu können. Also, wir haben quasi jetzt schon den Mythos auch entlarvt. Wasserstoffimporte per Schiff funktionieren, indem man Wasserstoff als Derivat, als Wasserstoffträger in flüssiger Form mit heute verfügbaren Energietransportschiffen eben exportiert und importiert. Wir haben uns jetzt nochmal speziell angeschaut, wie kann denn Wasserstoff wirklich transportiert werden als Methan oder als Methanol? Und das sind ja Kohlenwasserstoffe, das heißt, man braucht eine CO2-Quelle. Und dann ist es ganz entscheidend für die Zertifizierung dieser neuen Energieträger, wo kommt denn das CO2, also der Kohlenstoff, aus welchen Quellen kann er denn bereitgestellt werden? Und da kennen Sie vielleicht auch schon, dass man darüber spricht, CO2 in sogenannten, ja, Direct Air Capture Anlagen, dass man CO2 auch aus der Atmosphäre gewinnen kann. Eben, dass man CO2, aus der Atmosphäre gewinnt und dann auch flüssig speichern und transportieren kann. Allerdings, CO2-Abscheidung aus der Luft ist heute nur in wenigen Pilotanlagen realisiert worden. Und die größte Anlage für CO2-Abscheidung steht auf Island. Die wurde dieses Jahr in Betrieb genommen und sie kann etwa 30.000 Tonnen CO2 pro Jahr abscheiden aus der Luft. Und dann bräuchte man wieder diesen Größenvergleich, um diese Wasserstoffmenge transportieren zu können, bräuchte man 13 Anlagen,
die irgendwie die CO2-Menge herstellen, um Methan und Methanol als Wasserstoffträger nutzen zu können. Und hier dann auch nochmal die andere Idee, wie kann es auch möglich sein? Man kann CO2 natürlich auch per Schiff transportieren. Es gibt schon seit Jahrzehnten CO2-Transportschiffe, aber ähnlich auch wie beim Flüssigwasserstoff, diese Kapazitäten der CO2-Transportschiffe sind noch sehr gering. Und jetzt gibt es natürlich in zum Beispiel der Zementindustrie, gibt es jetzt auch die Idee und das konkrete Vorhaben, CO2 im Prozess abzuscheiden und das CO2 dann entzulagern und wieder zum Beispiel in alte Erdgaslagerstätten einzuspeichern. Und deswegen werden aktuell auch die ersten größeren CO2-Schiffe gebaut. Und hier sieht man so eine Animation eines dieser ersten Schiffe, die in Norwegen dann in 2 Jahren eingesetzt werden. Aber auch hier wieder die, ja, Limitation. Sie sehen, 59 Fahrten wären notwendig, um diese CO2-Menge zur Verfügung zu stellen im Wasserstoff-Exportland, zum Beispiel in Tunesien, um diese Menge von einer Gigawatt-Elektrolyse Wasserstoff in Methan oder Methanol umwandeln zu können. Das heißt, jetzt aus dieser Frage, aus welchen Quellen kann CO2 klimafreundlich bereitgestellt werden, leitet man schon wieder ab, okay, Methan und Methanol sind vielleicht auch in großen Mengen schwierig zu synthetisieren als Wasserstoffträger und deswegen würde vielleicht der Ammoniak-Export, die Ammoniakerzeugung aus Wasserstoff wäre vielleicht eine gute Alternative, weil man Stickstoff eben immer an jedem Ort der Welt aus der Atmosphäre deutlich leichter gewinnen kann, als man zum Beispiel CO2 aus der Atmosphäre gewinnen kann. Jetzt kommen die nächsten Zahlen. Durch diese Umwandlung von Strom in Wasserstoff und von Wasserstoff im Exportland in Tunesien in Ammoniak oder Methan entstehen natürlich Energieverluste aufgrund der elektrochemischen Reaktion, aufgrund des Reaktors, aufgrund verschiedener Prozesse. Das heißt, man hat also immer auch noch einen zusätzlichen Energieverlust, wenn man Wasserstoff nochmal zusätzlich in Ammoniak umwandelt. Und dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, mit welchem Kraftstoff fährt dieses Schiff denn aus Tunesien oder aus zum Beispiel Chile nach Europa? Das heißt, es entstehen natürlich auch nochmal CO2-Emissionen, je nachdem, ob man schon klimafreundliche Treibstoffe einsetzen kann für das Schiff oder eben noch nicht. Und alle drei Optionen, Methan, Methanol und Ammoniak, das wären natürlich auch jetzt Kandidaten als klimafreundlicher Treibstoff für das Schiff, weil eben jetzt natürlich Methanol, es gibt schon mehrere große Schiffe, die mit Methanol-Verbrennungsmotoren fahren und für Ammoniak gibt es jetzt gerade auch die ersten großen Pilotmotoren, die dann eingesetzt werden können. Dann kann zum Beispiel das Ammoniakschiff auch mit dem eigenen grünen Wasserstoff angetrieben werden. Insgesamt, wenn man dann Wasserstoff oder den Wasserstoffträger in Wilhelmshaven zum Beispiel oder in Stade, Brunsbüttel in Norddeutschland importieren würde, hätte man natürlich die Energieverluste und das haben Sie vielleicht jetzt auch aus den Medien aktuell wahrgenommen. Es gibt jetzt das starke Bestreben, Wasserstoff-Pipelines zu installieren, die wirklich nur 100% reinen Wasserstoff in Deutschland transportieren sollen zu den ersten großen Chemie-Stahlwerken. Und das heißt, diese Wasserstoff-Pipelines, die muss man natürlich irgendwie befüllen. Und man hat natürlich die eigene Produktion, zum Beispiel in Norddeutschland, aber man möchte natürlich auch die Wasserstoffimporte dafür nutzen, um dieses Pipeline-Netz realisieren zu können. Und das würde wiederum bedeuten, man müsste Wasserstoff zum Beispiel direkt am Hafen aus Ammoniak wieder in Wasserstoff umwandeln. Und das würde natürlich wieder Energieverluste bewirken, sodass man am Ende zum Beispiel nur zwischen 60 und 70% der anfänglichen Energiemenge wirklich dann am Stahlwerk bereitstellen kann. Also die ganzen Zahlen brauchen Sie sich nicht merken. Sie können unsere Studie auch auf unserer Homepage noch runterladen. Dort finden Sie alle Abbildungen, wie zum Beispiel auch diese Abbildung. Da möchte ich aufgrund der Zeit nicht so lange drauf eingehen. Sie sehen, es werden verschiedene Anlagen erforderlich sein, um diese gesamte Exportlieferkette auf die Beine stellen zu können.
Und hier haben wir zum Beispiel mal farblich markiert, ob es diese Anlagen, Schiffe, Infrastruktur und Terminals überhaupt schon gibt. Und grün würde bedeuten, am Beispiel vom Methan, aufgrund des bestehenden Erdgashandels gibt es diese Schiffe und diese Terminals und die gibt es zum Beispiel für Flüssigwasserstoff noch nicht. Das heißt, dieses Bild, das ist auch ein sehr dynamisches Bild, weil natürlich gerade die ersten Anlagen auch designt werden. Die Machbarkeitsstudien entstehen gerade. Das heißt also, das kann sich jederzeit verändern, welcher Wasserstoffträger jetzt aufgrund der Skalierung der neuen Anlagen sich besser durchsetzen würde, weil man natürlich jetzt durch das Engineering dieser Anlagen jetzt ja, ganz neue Fortschritte erzielen kann. Und zum Beispiel das Ammoniak würde ja erfordern, dass man den Ammoniak nochmal zum Beispiel in Wilhelmshaven wieder in Wasserstoff aufspaltet, um dann wirklich die Wasserstoffpipeline auch nutzen zu können. Und da ist es einfach aktuell so, dass es diese sogenannten Ammoniak-Cracker, das ist wieder eine Anlage, um Ammoniak in Wasserstoff umzuwandeln, dass es die in der Größenordnung auch noch nicht gibt. Das heißt, Wasserstoffimporte sind hochkomplex und wir haben eigentlich an jeder Stellschraube noch Herausforderungen, die sich aber im Moment sehr dynamisch entwickeln. Und zu guter Letzt möchte ich nochmal dieses Ergebnisdiagramm zeigen. Wie verhalten sich jetzt die Kosten von Wasserstoff, der direkt in Niedersachsen erzeugt wird, auf Basis von Windstrom im Vergleich zu den Wasserstoffimporten, die ja möglicherweise deutlich günstiger sind in der Erzeugung, weil mehr Strom zur Verfügung steht im Exportland. Und wir haben jetzt einmal kalkuliert, auf Basis des Windstroms in Niedersachsen käme man 2030 auf Erzeugungskosten von etwa 4 Euro pro Kilogramm Wasserstoff. Euro pro Kilogramm ist immer eine gute Referenzgröße. Sie finden ab und zu auch Euro pro Megawattstunde als Kostenangabe. Und die Erzeugung in Tunesien haben wir in unserer Studie kalkuliert bei etwa 2,50 € das Kilo Wasserstoff. Das heißt, in der Erzeugung hätte man jetzt die Vorteile, ein Business Case aufstellen zu können, dass die Importe vielleicht günstiger sind und dass dann wirklich auch die Abnahme im Stahlwerk funktionieren kann, dass das wirtschaftlich ist. Jetzt ist es aber so, dass, Sie haben gerade das Bild gesehen mit den ganzen Anlagen, die Kette, die verschiedenen Umwandlungsverluste, die notwendigen Tanks, Schiffe, Transportkosten, die führen zu zusätzlichen Transport- und Importkosten. Und hier werde ich nicht durch die einzelnen Farben gehen, aber wir haben festgestellt, dass dann der Wasserstoffimport, also die Bereitstellung im Stahlwerk, teurer ist als die Eigenerzeugung. Aber auf meiner ersten Folie habe ich auch dargestellt, dass der Import notwendig ist für Deutschland. Aber der Import ist notwendig. Das heißt, wir brauchen diese Importmengen zur Dekarbonisierung, vor allem für die Schwerindustrie. Allerdings werden diese Importe am Anfang deutlich teurer sein als die Eigenerzeugung, zum Beispiel in Niedersachsen. Und zum Beispiel jetzt mal hier in diesem Blau-Grau dargestellt, die Umwandlungsverluste, die Energieverluste bei der gesamten Energieumwandlung betragen dann etwa zwischen 16 und 25%. Und auf Basis unserer Annahmen ist es so, dass Methan, dass diese Methankette, Wasserstoff, Methan, Methan wieder in Wasserstoff umzuwandeln, um die reine Wasserstoffpipeline nutzen zu können, dass dort die höchsten Energieverluste entstehen. Die Schlussfolgerung ist, also wir haben einmal verschiedene Wasserstoffderivate jetzt zur Verfügung. Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, Wasserstoff importieren zu können, zum Beispiel als Ammoniak. Die meisten Wasserstofftransportstudien gehen davon aus, dass Ammoniak sich als Wasserstofftransportträger durchsetzen könnte in großen Skaleneffekten. Allerdings ist Ammoniak zum Beispiel auch toxisch. Es ist eine Chemikalie, die natürlich Anforderungen hat an die Speicherung, an den Transport. Man weiß nicht, ob jetzt auch die Ammoniakschiffe, die es ja schon gibt, aber man bräuchte auch in Zukunft deutlich mehr Ammoniakschiffe. Man weiß nicht wirklich, welcher Wasserstoffträger sich aktuell durchsetzt. Und hier möchte ich Ihnen einmal das Beispiel von MAN Energy Solutions zeigen, die heute schon diese Anlagen für die Methanisierung auch anbieten. Das sehen Sie einmal hier auf der linken Seite. Also man kann Wasserstoff dann hier in so einer Power-to-Gas-Anlage
auch in großen Mengen zu Methan umwandeln. Und man könnte dann auf die LNG-Infrastruktur, die es jetzt auch in Deutschland gibt, zurückgreifen. Und hier unten sehen Sie nochmal das Schiff, das CO2-Schiff, was irgendwie die CO2-Lieferkette realisieren müsste, dass bei der Methanisierungsanlage im Ausland, dass da auch wirklich CO2 vorhanden ist. Und wenn man dann diesen Kreislauf schließen würde aus Wasserstoff und CO2-Transporten, könnte man grünen Stahl herstellen, klimafreundlichen Stahl, der natürlich auch entsprechend irgendwie zertifiziert werden muss, weil man das Stahlwerk natürlich aus unterschiedlichen Quellen, Energiequellen versorgen würde. Und jedes Molekül, was aus einer Anlage kommt, hat ja auch einen bestimmten CO2-Abdruck. Und dann würde man eben aus der Menge der Energieimporte, der Energieeinkäufe, würde man eben dann ein gewisses zertifiziertes, klimafreundliches Stahlprodukt herstellen können. Und das jetzt auch schon in den ersten, oder was eben zum Beispiel im Absatzmarkt Automobilindustrie heute schon gefragt ist, um eben die CO2-Emissionen der gesamten Lieferkette auch verringern zu können. Und mit Blick auf die Zeit möchte ich mich an dieser Stelle schon für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, ich habe Sie nicht verloren mit den ganzen Tonnen und Terawattstunden Energiemengen. Sie finden die Studie auf der Homepage des Wasserstoffcampus Salzgitter. Sie können auch diesen QR-Code scannen und können dort die Studie auch auf Deutsch und Englisch herunterladen.